Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Günther P. und das ist ein kleines Let's Play von einer kleinen Flash-Animation Gedöns von Portal. Portal the Flash-Version. Und ja, das ist praktisch die Portal, also dieses 3D-Spiel von Valve und so weiter, praktisch als 2D-Flash-Game. So, New Game. It is finally time for your physical test. Subject 15837. The ASHPD is now in your hand. Show us what a motivated test subject can do. Prove us you are legitimate for the job. Sync with Portals. Ja, syncwithportals.com gibt es, glaube ich, auch. Das ist eine ganz coole Seite, da werden so Alltagssituationen, ja, wie man die eben halt verbessern könnte oder erleichtern könnte oder anders machen könnte, eben halt mit Portalen. Zum Beispiel den Weg zur Schule oder zur Arbeit, wie auch immer, einfach mit Portalen überbrücken oder sowas. Oder wenn man, keine Ahnung, wenn man die Fernbedienung verlegt hat, irgendwo anders hin, schiebt man sich da ein Portal hin und, ja, an der Couch so, und dann nimmt man sich, also greift man so mit der Hand durchs Portal durch und schnappt sich die Fernbedienung. Solche Sachen sind das eben halt. Ist eine ganz coole Seite, findet man ganz lustige Sachen. So, wir starten jetzt einfach mal das Spiel. Launch Project. Press any key to continue. Good morning, subject number 15837. It is time to begin your test. You may have noticed that the morning you woke up in a very strange location. Your task today is to find a way, your way to the exit door and go through it alive. You may not be able to complete this task using your body only, but thanks to the Aperture Science handheld portal device ASHPD, the impossible is easy. Try shooting two holes, one reachable through your cell and one out of it. See what happens. Press Enter to close. Okay, so, schließen. Und mit WASD können wir uns bewegen und mit linker Maustaste können wir die Portale machen. Und mit den Portalen funktioniert es nämlich so. Also hier erstmal rumlaufen und so, tralala, mit WASD, ganz standardmäßig, auch mit Springen und so weiter. Und die Portale können wir machen, indem wir linke Maustaste drücken. Zack, und da erscheint da oben so ein blauer Kreis. Und wir können jetzt noch ein zweites Portal schießen. Und zwar zum Beispiel hier unten in unserer Zelle. Das ist gelb. So, und der Trick dabei jetzt bei Portal ist, man springt durchs Gelbe hindurch und kommt aus das Blaue heraus. Man sieht da oben auch vielleicht schon die Spiegelung von uns. So, seht ihr, das Innere vom Kreis ist nämlich orange, weil wir hier ganz nah am Gelben sind. Und jetzt springe ich einfach mal ins Gelbe hinein und zack, sind wir aus dem Blauen rausgekommen. So einfach ist das und so haben wir jetzt schon das erste geschafft. Level 1 complete. Press any key to continue. So, as you may have learned in the previous talk, your portal device can choose two different portal holes, yellow and blue. Each will lead you to the other's location. Press enter to close. To change your settings, restart the game, pause the game and or quit the game, use escape or P. Okay, das denke ich mal, brauchen wir nicht. So, und jetzt müssen wir da hochkommen und das können wir wieder einfach machen, indem wir oben ein Portal machen und hier unten und dann gehen wir auch mal ins Portal rein und zack, schon sind wir oben. Hier gibt es übrigens auch keinen Fallschirm, das heißt, wir können einfach runtergehen. Ganz easy. So, Level 2 completed. Press any key to continue. So, jetzt ist das schon ein bisschen schwieriger. Und hier steht auch, use Q to open a blue portal and E to open a yellow portal. Das heißt, wir können einfach, bei linker Maustaste kommt immer nur einmal abwechselnd, also blau, gelb, blau, gelb und so weiter. Aber mit Q kommt immer ein blaues. So, und mit E kommt immer ein gelbes. So, wir machen einfach mal da oben ein Ding hin und unten das blaue. Springen wir mal durch. Zack, sind wir oben. Da oben hin und ja, unter unseren Füßen. Jetzt hier runter. Zack, Level 3 haben wir auch geschafft. Level 3 completed. Press any key to continue. So, the darker walls you may see in the stars are different than the walls you met in the previous talk. Those are the port. Those are the portal proof walls. The portal proof walls? Okay, ich weiß nicht, ob das ein Rechtschreibfehler ist. Ein bisschen was ein Grammatikfehler oder was weiß ich. Ich denke mal schon. Those are the portal proof walls. Außer der Eigenname ist vielleicht the portal proof walls. Damit dem Artikel the davor. Aber, na, klingt ein bisschen doof. You may walk on them, but you can open portal, cannot open portal on them. Also hier, ne, an der schwarzen Wand
Was mal kurz auf Deutsch machen, da können wir nichts portalisieren. Boah. Das können wir nur in der Porta Westfalica dann. So, Level 4 completed. Press any key to continue. Bam. So. Dahin. Dahin. Zack, durch. Ich hab gesagt durch. So. Jetzt gehen wir mal dahin und dann. Da habe ich nämlich jetzt die, ja, die Physik des Spiels benutzt. Beim ersten Mal bin ich ja nur hier einfach rausgefallen und bin nicht weit genug, also bin hier nicht aufs Plateau raufgekommen. Ich bin hier einfach runtergefallen und ins Gelbe rein. Aber ich bin damit wahnsinnigen Stundenkilometern reingefallen und hatte dann ganz viel Schwung, als ich ins Gelbe reingekommen bin. Und dann kommt man auch mit ganz, ganz viel Schwung aus Blau, aus dem Blauen hinaus. So, und das habe ich mir eben zunutze gemacht und dann komme ich hier ganz schnell raus, so fall gerade und bin hier aufs Plateau geschossen. So funktioniert das. Oh. Das ist, war eher weniger geplant. Ich wollte da unten nämlich eins. Na, komm schon. Ich will da unten eins hinschießen. Geht doch und da noch. So, und jetzt können wir einfach. So, easy going. At some tasks such. Is this possible? You may thank us for taking this task at planet Earth. You need to use high and gravity to catch momentum, then use it to fly high and fast as you can, making unreachable spots reachable. Also, ne, hier müssen wir jetzt auch die Schwerkraft benutzen. Dann können wir mal oben das Ding hinsetzen und das Gelbe. Und das ist ja hier schon an den roten Pfeilen markiert, also, und hier unten auch an diesen komischen Kreisen. Moment, ja, egal. Moment, das mache ich mal von hier oben. Platziere mal rund oben das Portal und dann sind wir schon hier oben. Und da jetzt noch eins. So, und wenn wir jetzt mit Schwung ins Blau reinspringen, dann kommen wir auch mit Schwung aus dem Game wieder hinaus. Wie vorhin schon im Level. Also ungefähr so. Woppa! Das ist eigentlich ganz cool immer. Und das gleiche klappt auch seitwärts. Those are the moving platforms. You can open portals on them only when they become active. Also, ne, erst wenn die sich ausgefahren haben, kann man auf diesen, ja, auf den Plattformen hier Portale platzieren. Oh Mist, okay, ich habe nicht genug Schwung. Egal, bin ich halt zweimal durchgewandert, das geht auch. Level 7 complete, oder Level 7 completed. So. Funktioniert doch. Jetzt da. Hat auch funktioniert. Jetzt müssen wir von hier ganz oben runter springen. Ins Gelb hinein und. Hat nicht ganz funktioniert. Ja, jetzt hat es funktioniert. Alles klar. Sometimes you will need more space than the room you are inside can give you to catch speed. There's where the infinite loop comes in. Press enter to close. Ja, the infinite loop, also der unendliche Kreislauf, kann man sagen. Das ist der hier. Und zwar springen die gleich ins Gelbe hinein. Da kommen wir aus dem Blauen raus und fliegen wieder ins Gelbe hinein. Dann kommen wir wieder aus dem Blauen raus. Und immer so weiter und wir werden dann immer schneller und schneller und schneller. Bis wir die Fliehgeschwindigkeit erreicht haben. Ich mach das hier mal kurz vor. Jetzt werden die immer schneller. Und ich werde jetzt hier, also hier, ihr müsst auf meinen Mauszeiger achten, auf den Mauszeiger hier, der hier überall rumwandert. Da werde ich gleich ein Portal setzen, und zwar das Blaue. Dann werden wir nämlich ins Gelbe, ins Gelbe ganz schnell reinfallen. Dann fliegen wir genauso schnell aus dem Blauen hinaus und dann fliegen wir oben an die Decke und dann auf dieses, hier dieses große Plateau. Und ich habe das gerade mit dem Finger gezeigt, deswegen habt ihr das nicht gesehen. Egal. Und los. Hat aber gerade noch so gereicht. So, und das gleiche System benutzen wir jetzt auch hier. Na gut, nicht mit den Infinite Loops, aber auch das System der Schwerkraft. So. Und mit Scabby 9, zum Blauen rausgeschossen und zack, sind wir schon wieder auf dem oben, auf dem Plateau. As we explained before the exam, those some tasks may risk your performance as a human being. Also einige sind lebensgefährlich und können uns als Mensch, ja, gefährlich werden, kann man sagen. Das können wir mal kurz vormachen. Wow! Nein, Johnny, wieso? Oder Testcheck. Subject Number 15387 oder wie viel das auch war. Und einfach hier oben im Portal und hier im Portal. Fertig.
So leicht. Oh, 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 oh. Oh Mann. At some points it's all about agility. Also an einigen Stellen muss ich auch mal beeilen, ne? Weil da so ganz spitze, böse Sachen runterkommen. And at some other points it is all about timing. Also, ne, machen wir mal hier was hin und dann müssen wir warten, bis die Plattform passend kommt und dann setzen wir unter uns ein Portal. Aber jetzt. Ja, hat funktioniert und zack, sind wir schon wieder durch. By the IQ exam you have taken before the test, you may already know what happens to those who stay between these two fields when they are active. To quickly adjust the image quality, use O or pause or pause the game with P or escape. Then visit the options. Okay, das ist ja egal hier. Also, ne, hier kann man vielleicht auch erkennen und auch hören. Ein bisschen Strom und Strom ist gefährlich und deswegen wollen wir da am liebsten nicht reinspringen. Außer jetzt. Ja, ja, ja. Also, wir schön durchkommen und jetzt kommt wieder Strom und wenn wir da jetzt drin wären, dann würden wir uns verpulverisieren. Level 13 complete. Nein, Johnny. So. Oben ein Portal, unten ein Portal, so. Die Dinger sind aber auch laut, ne? Moment. Ich bereite mich schon mal drauf vor. Können wir noch in die Zacken rein? Ja, wir können noch in die Zacken reinspringen. Das wollte ich nochmal kurz verprüfen. So, schnell, 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 schnell! Okay. Das ist auch mein Plan, das ist jetzt da ein Portal ins Machen und dann hier, wo das auch schon markiert ist, die mich, also ich springe gleich hier runter, hier hin, dann schieße ich hier durch ein Portal, hier an die Wand, und dann renne ich ins Blaue hinein und komme hier raus. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt alles. Schnell! Ja, hat noch funktioniert. Sauber. Kann man da wohl schnell genug durch, bevor das Ding runterkommt? Ja, versuchen wir so einfach mal schnell zur Tür zu kommen. Boah, das ging ja schnell. Das Ding ja gar keine Chance. So, das sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Wir müssen irgendwie erstmal da hinkommen. Scheiße, mit Springen kann ich da kein Portal hinsetzen. Oder? Nee. Doch, kann ich. Jetzt sind wir schon mal da. Okay. Und jetzt? Wo wir das Portal haben, wir brauchen noch ein bisschen Schwung. Am besten von da oben. Na, ah, ich wollte mich da auf den Rand stellen und dann. Das, ah nee, da kommen wir auch nicht dran. Ah, ich habe eine Idee. Da ein blaues, da. Na, da ein gelbes. Springen wir da rein, haben wir schon mal den Schwung auf jeden Fall. So, dann da das gelbe. Hier ein bisschen springen und dann gleich einen passenden Zeitpunkt. Ne, das ist jetzt zu lange her. Also schon zu viel Zeit verbraucht. Ja. Jetzt rein. Nein! Ich hätte nochmal hier springen müssen. Ich dachte, ich komme komplett rüber. Okay, das heißt da. Da. Boah. Portal, das Originalspiel, so, das mag ich auch sehr gerne. Auch wenn ich, na gut, ich habe Portal 1 gespielt, aber Portal 2 habe ich leider nicht gespielt. So. Blue Plasma Walls, you cannot go through them, but the destiny of your portal shoots can. Oder Shots can. Das heißt, ne, hier können wir selbst nicht durch, durch die blauen Dinger, aber die Portale können da durchfliegen. Ja, voll der Ego-Shooter und so. So, dann da oben hin. Dann dahin. Hoppa. Dann da unten hin. Und ready. Und, ah, okay, da können wir schon platzieren. Da müssen wir nicht mal in Stromnähe, das ist schon mal gut. Weil Strom ist immer nicht ganz gut, ne? Und ich will jetzt hier euch auch nicht den Tipp geben, mal so ein paar Stecknadeln. Ach nee, da kommen wir gar nicht lang. Ah, ich habe eine Idee. Ja. Wir sind nämlich hier oben gerade gewesen und haben wir von hier aus das Portal hier so hingeschossen. Oh Gott. Oh, die Dinger habe ich gar nicht gesehen. Die Dinger sind aber auch laut, ne? So. Web Plasma Walls. You can go through them, but it may not be a healthy thing for you to do. Every living creature goes through them would be vaporized. Also vaporisiert. Ich kann das hier mal kurz vormachen.
Okay, das reicht jetzt aber auch mal. Jetzt versuchen wir das mal hier zu bestehen. Da oben Dingen, dahin. Noch ein Stück höher. Da oben hin. Leider gibt es hier nicht die Farben wie bei Portal 2. Das wäre richtig cool noch. So. Strom, gehen Sie bitte aus. Danke. Das ist wie bei einer roten Ampel warten. So. One of the keys of the of your successfully. Na gut, wir haben jetzt auch langsam mal eine halbe Stunde voll. Und tja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Test irgendetwas. Also, ne? Hau rein. Und so. Haut rein.